jeden Fall funktioniert schon mal das rechte Licht. Das war eigentlich das, wo kaputt war. Aber ich dachte mir einfach, ich kaufe einfach zwei neue, dass ich einfach zwei gleiche Farben habe. Boah! Jetzt ist er durch, oder? So klappt. Und jetzt würde ich sagen, 3, 2, 1. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal tatkräftige Unterstützung von meinem Kumpel Flo. Hi. Den kennt ihr schon von meinem Drohnenvlog, glaube ich, wo wir die Drohne ausprobiert haben. Und heute geht es mal um die Belichtung hier in meinem Studio. Und zwar habe ich zwei Leuchtstoffröhren gekauft. Und zwar, um einfach mal hier ein bisschen Licht reinzubekommen. Und ihr wisst ja, ich habe ja kein handwerkliches Geschick. Deswegen ist der Flo hier am Start. Und eigentlich sage ich nie Flo, das ist schon komisch. Er macht das alles, ich manage das und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier zwei neue Röhren in, wie nennt sich das, Blue, nee, Sky Blue, genau, Sky Blue habe ich die gekauft. Und brauchst du Licht? Nee. Wie gesagt, also da hinten habe ich dann zwei neue Leuchtstoffröhren und wir versuchen heute mit meinen neuen LED-Strips die Wand zu beleuchten. Ob das alles klappt, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber jetzt testen wir erstmal die ersten zwei. Sind die drin, oder? Okay, weil das Ding ist, wir müssen hier... Hä? Die Sicherung ist nicht kaputt. Nee, die Sicherung, ich müsste hier erstmal reindrücken. Willst du drücken? Du drückst. Und jetzt macht's Boom. Jawoll! Nee, das funktioniert schon. Du hast die, glaube ich, zu weit gedreht. Ob das alles so klappt, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert schon mal das rechte Licht. Das war eigentlich das, wo kaputt war. Aber ich dachte mir einfach, ich kaufe einfach zwei neue, dass ich einfach zwei gleiche Farben habe. Boah! Jetzt ist er durch, oder? Boah! Welche war das? War dann die linke? Der Kauf war umsonst. Lieber mal. So. Man sieht es ja eigentlich immer hier oben, ob die durchgebrannt sind, aber sieht eigentlich noch gut aus. Sag nicht, der ist jetzt auch kaputt, den habe ich erst gewechselt. Ja, aber der ist, ja, soweit ich noch weiß, eigentlich noch... Ja, aber warum knallt die dann immer? Ich sage ja, deswegen habe ich hier einen Handwerker am Start, weil ich habe da ungefähr null Ahnung. Wie gesagt, ich habe nur eine Softbox, die ich anmachen kann. Die zweite kann ich nicht anmachen, weil die Steckdosen besetzt sind. So, Versuch Nummer 2. Er tut die jetzt mal rein. Nummer 1. Ist das drin, oder? Ja. Jetzt knallt es wieder, Leute. Dann ist der Starter kaputt. Oder? Ja. Der Starter haut einen Schluck. Ja, aber ich habe ja die alte, die hier habe ich ja auch dran gemacht. Und die hier war ohne Probleme. Bloß die rechte ist ja ausgegangen. Das heißt, das liegt nicht am Starter. Weil drüben habe ich die gleiche in meinem anderen Zimmer und da konnte ich die genauso reindrehen. Ich habe da ein bisschen gewackelt und dann ging das. So, auf jeden Fall haben wir jetzt rechts Licht und links nicht. Ja, aber wie gesagt, damals ging ja die rechte nicht, aber die linke schon. Okay, schon der erste Fail. Eine funktioniert, aber die andere nicht. Gut, das heißt, nächste Woche muss ich wieder einen Starter kaufen, weil die nicht funktioniert. So. Dann können wir eigentlich wieder ausmachen, oder? Dann würde ich sagen, starten wir mit der Wand, oder? Versuchen wir es mal. Jetzt brauche ich nur das Messer. Jetzt macht es gleich Boom, Boom, Boom. Und mein Studio geht in die Luft. So. So, also ich habe jetzt hier zweimal A5 Meter gekauft. Von Ninetech nennt sich die Firma. Und, ach, schaut, da ist sogar der Adapter echt am Start. Das heißt, wir können das eine mit dem anderen verbinden, oder? Weil geplant war jetzt hier oben die ersten 5 Meter und unten den Rest ungefähr. Das heißt, dass ich oben eine Farbe habe und unten eine zweite Farbe habe. Jetzt schauen wir mal, ob das alles so klappt. Ja, das ist der Funk, genau. Also ich kann euch mal die LED-Strips unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr Interesse dran habt. Und jetzt schauen wir mal, aber wie... Wie stecke ich dann das andere an? Achso, schau. Ah, jetzt hat es. Kommt hier rein. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier, voilà, schöne 5 Meter
Ob das alles hier hinpasst, keine Ahnung. Aber wie gesagt, deswegen habe ich einen Handwerker hier. Warte, du kannst den Strom ausmachen nochmal schnell. Also ich habe jetzt hier am Tisch, habe ich ja schon, oder hinter dem Tisch habe ich ja schon die erste LED-Strips hingebaut damals. Aber ich wollte halt jetzt mal die Wand noch beleuchten. Aber ich glaube, das Licht da hinten, das können wir nicht ausmachen, oder? Das zuckt jetzt schon seit einer halben Stunde. Und da habe ich einiges zum Schneiden dann fürs Video. Ja, die Frage ist, fangen wir jetzt oben? Das muss ich gerade selber schauen. Oben entlang oder unten? Oder wir, ja, aber oben wäre geiler, weil unten habe ich ja schon hier eine Beleuchtung. Soll ich das Studiolicht ein bisschen wegstellen? Und die Gitarre? Also er meint, es funktioniert. Oder ihr seht mich gar nicht. Er meint, es funktioniert, aber... Mal schauen, normalerweise kannst du es hier... Hier kannst du durchschneiden. Also ich werde heute nur filmen und er wird arbeiten. Also Batterie ist drin, aber es funktioniert nicht. Warte, ich muss erstmal... Jetzt hat... Ja! Yeah! So. Und wenn wir das jetzt einfach da hinten lassen und dann einmal hier... komplett drüber legen. Ich tue jetzt mal das Studiolicht. Was ihr ein bisschen was sehen könnt. Every day I wait for you to come. After all, you set me free. And I'll be here, always here. So Leute, wir haben jetzt einen anderen Plan und zwar, das hat jetzt nicht an den Absorbern gehalten, deswegen versuchen wir mit doppelseitigem Klebeband. Das heißt, wir machen jetzt hier so kleine, wie immer gesagt, so kleine Abschnitte, oder? So kleine Abschnitte drauf und versuchen dann die LED-Strip, also die LED-Leiste, damit zu befestigen. Der Handwerker am Start. Also wie gesagt, Leute, wir kleben jetzt halt hier in diesen Abschnitten immer so kleines Stück vom doppelseitigen Klebeband, also wie hier. Und versuchen halt somit, dass das ein bisschen hebt es da dran. Nächstes Stück kommt jetzt hier. Streck mal deinen Ranzen nicht so raus. So Leute, ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Aber jetzt ist es soweit, wir haben die obere Leiste hingekriegt. So, das kennt ihr schon von meinem Tisch. Und jetzt würde ich sagen, 3, 2, 1. Einigermaßen, also ich muss sagen, ein paar Stellen kleben noch nicht fest. Ich weiß nicht, meinst du, das kriegen wir noch irgendwie hin oder soll ich das jetzt einfach mal so lassen? Boah, sieht das geil aus. Also ich glaube, so kann man doch perfekt Musik produzieren, oder? Boah, warte, ich muss mal kurz das Licht nochmal ausmachen. Lass mal nochmal. Ja, Mann. Leute, wir machen hier unsere eigene Faschingsparty, würde ich sagen. Gönnt euch das. Mach mal nur weiß. Ja, Mann, geil. Schau mal, ich hätte mir eigentlich die Lampen hier hinten sparen können. So, Leute, ich würde sagen, wir beenden das Video. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir unten auch noch was hinkleben sollen. Das heißt, also hier unten entlang. Ich bin aber eigentlich so sehr zufrieden. Vielen Dank an Flo. In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Der war schon, was ist? Was machst du? Stopp.
Sprachnotiz. Ich rede hier in die Kamera und er macht eine Sprachnotiz. Also nochmal fetten Dank an Flo, beziehungsweise Hermann, für die geile Dekoration, beziehungsweise Beleuchtung. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.